Ach nee, was ist das denn jetzt? Och nö! Mist, ja. Aua. Das gibt's doch nicht. Ja, trifft die doch, trifft doch. Ich hasse Spinnen, habe ich das schon überhaupt schon gesagt? Ich glaube nicht oft genug, ne? Ja, Gott. Aha. Fluchte Axt, diese Wichsspinnen, ey. Krieg ich kotzen. Oh, waren sogar etwas mehr, 250 Meter. Verlassene Städte. Geister? Ja, die kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Oh, Geisteröl, komm. 92, das müsste noch reichen. Ach so. Aha, nee, machen wir so. So, dann kommt mal her, alle zusammen. Aua. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt muss ich gleich wieder gucken, wo die ist. Hm. Eureka. Aber wieder jemand befreit. Also eine... Dingenskirchen. Bummens. So. Ne, gut genug geguckt. Hallo. So, das muss ja jetzt hier irgendwo sein. Ah, da rechts sehe ich jetzt schon. Ja, hier. Das wird immer von... Da siehst du, erst super und dann... Immer weniger. So, was haben wir denn? Okay. Haben wir noch andere hier rumfliegen? Andere? Nö. Aber... Wir haben hier noch... Sehe ich nicht ein. Geschichte des alten Gartens. Es waren einmal eine junge Frau namens Marlene und ein junger Mann namens Bartholomäus. Bartholomäus war so attraktiv, dass kein weibliches Wesen die Augen von ihm abwenden konnte. Jede Maid des Dorfes, von der schönsten bis zur grobschlächtigsten, sehnte sich danach, seine Gunst zu gewinnen. Auch Marlene war von seiner Schönheit ganz von Sinnen und verliebt sich schon bald in ihn. So sehr, wie es nur bei der ersten Liebe sein kann. Diese Gefühle waren so überwältigend, dass Marlene bewusst wurde, dass sie ohne Bartholomäus nicht mehr leben konnte. Doch zu ihrem Unglück hatte Bartholomäus bereits eine Frau und einen jungen Sohn. Ja, Marlene weigerte sich jedoch, dies anzuerkennen und arbeitete lang und mit allen Kräften daran, Bartholomäus davon zu überzeugen, dass sie seine wahre Liebe sei. Schließlich war sie erfolgreich, denn Frauen besitzen die Gabe zur Überzeugung, der schon so mancher Mann zum Opfer gefallen ist.
Bartholomäus Frau weigerte sich jedoch, dessen Sinneswandel zu akzeptieren, doch Marlene fand auch dafür eine Lösung. Sie überredete Bartholomäus, dass er seine Frau ein für alle Mal loswerden müsse, und sie hieb er ihr den Kopf ab. Als wäre gut ausgegangen, wäre das Verbrechen nicht von Bartholomäus fünfjährigen Sohn beobachtet worden. Marlene sah keinen anderen Ausweg, als Bartholomäus nun ihren rechtmäßigen Ehemann davon zu überzeugen, das Kind so wie seine Mutter aus dem Weg zu räumen und neben dieser zu begraben. Dann wären sie für alle Ewigkeit vereint. Doch diesmal blieb Bartholomäus standhaft und weigerte sich, Marlenes Forderungen nachzukommen. »Es ist eine Sache, meine Frau zu töten, doch mein Kind, ja.« »Die Frucht meiner Lenden«, sagte er. Er änderte seine Meinung erst, als der Knabe von dem, was er gesehen hatte, zu sprechen begann, laut und oft. Und obwohl Bartholomäus seine Hand nicht gegen seinen erstgeborenen Sohn erheben konnte, fand er einen anderen Weg, sich das Problem zu erledigen. Als der Junge schlief, schlich er sich in dessen Zimmer, hob ihn hoch und legte ihn in einen Sarg, den er dann unter den Apfelbäumen im Graben vergrub. Das gibt's doch nicht, ne? Von diesem Tag an ereigneten sich in der Gegend, in der das Paar lebte, seltsame Dinge. Bäume verloren die Blätter und trugen keine Früchte mehr. Nachbarn wurden von bösen Träumen geplagt. Einer nach dem anderen verließ Heim und Hof, bis nur noch Marlene und Bartholomäus übrig waren. Eines Nachts träumte Marlene, dass der Junge in seinem Sarg unter dem Apfelbaum erwacht wäre, und sie begann zu weinen. Sie sehnte sich danach, ein eigenes Kind zu haben, und diese Träume verstörten sie sehr. So nahm sie eine Schaufel und grub den Sarg aus. Darin fand sie den Körper des Kindes, doch ohne Arme und Beine. Sie dachte, dass der arme Bub sie von seinem Tod vor Hunger abgenagt haben müsse. Der Anblick der verstümmelten Körpers erschreckte Marlene so sehr, dass sie den Sarg augenblicklich erneut vergrub und nie ein Wort darüber mit ihrem Mann sprach. Sie lebte danach viele Jahre zusammen, doch es war kein gutes Leben. Bartholomäus hatte sich verändert. Erst hörte er langsam auf, Marlene wertzuschätzen, dann sprachen die beiden nicht mehr miteinander. In einer Nacht der Sommersonnenwende erhängt er sich und ließ seine Frau mit ihrem Träumen alleine zurück. Vor ihrem Tod grub sie den Sarg noch einmal aus. Niemand weiß, wohin sie ging und was sie damit machte. Ihr Hof liegt seitdem verlassen, Entschuldigung, nicht eine Pflanze wächst mehr dort. Und auch Vogelgesang war nie mehr vernommen. Niedergeschrieben von Wilhelm und Jakob G. Ja, und jetzt mache ich das mit dem Vorlesen wieder, weil das ist echt heftig. Da bin ich ja tagelang am Vorlesen. Das war jetzt in den letzten drei Folgen, muss ich sagen, habe ich jetzt richtig gut vorgelesen. Halt, Moment, da ist ein Kräuterkundler. Wo ist der denn? Ey, du Schlappmannes. Ah, da. Was? Kräuterkundler. Wie, was? Bist du zugedröhnt? Ja, ich hoffe doch. Ja, hat er. Nu. So. Die brauchen wir. Oh Mann. Die. Alles Chlor. Nein, runter. Halt. Alraunen und Piment. Ja, die Kohle kriege ich nie wieder. Das is it, ja. Hopfendolden, weil der auch ziemlich wenig ist. Was ist das? Verbena. Ja, hier lasse ich zwar ein Tausender oder mehr, aber so, Grünschimmel. Salpeter. Stammelfort. Ja, dann lasse ich halt mal 2000. Na. Naja, etwas mehr als 2000. So. Jetzt leck mich. Tschüss. Leb wohl. Okidoki. Was ist denn hier? Ah! Na dann. Der Mantau. Tja, ich will ja nur den Honig.
So, den habe ich jetzt. Die fackeln da ab, alles klar, kein Problem. Gut, da oben muss ich hin. Wie sehen denn meine Waffen aus? Ganz bescheiden nehme ich mal an. 85, 100. Ja, 85, gut, so. Zack. Achso, da muss ich her. Heidrecker. Was ist das? Ein Bär? Sagt er, dass ein Bär ist. Wo kommt der denn her? So, tschüss. Nee, also die Köter, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nee, absolut nicht. No way out. Kein Weg führt da rein und kein Weg raus. Das ist eine Ariane. Der Weg hat sich gelohnt. Ja. Muss ich einen Haufen Kohle ausgeben, immer. Und, was haben wir denn hier? Endrigaden. Ich brauche Insektoidengedöne. Ja, weil... Und da habe ich eine giftige Krabbspinne gesehen. Na, dann kommt mal her. Ja. Nächste Woche. Sag mal, geht's noch? So, du komm mal her, Jan. Du tickst da wohl in der Sauer. Ja, kannst du gerne machen. So. Wasch, weg damit. Ja, dieser goldene Pyrol, der ist genital. So, weiter geht's. Irgendwo noch was? Hallo? Ich sehe nichts Rotes. Nö. Keine Ahnung. Schon wieder Banditen? Ja, nee, ist klar. So einen halben Kilometer hoch und dann wieder einen Kilometer zurück. Scheiße. Nein, Bär. Nein, mein Freund. So nicht. Okidoki. Hier gehen wir jetzt mal hoch. Genau. Zwergenschnaps. Viermal Zwergenschnaps. Ist es nicht geil. Aber irgendwo ist hier, glaube ich, ein Hinweis auf das andere Ding hier. Stiefel. Ah. Okay. Eine Wanderboard, was ist denn da hinten los, ey? Da sind aber eigentlich die Pflanzen da hinten. Da werden wir doch mal gucken. Boah, wenn das alles Ariane ist. Nee, doch nicht Longgrube, aber. Ariane ohne Ende. Da kann ich nicht dran vorbeigehen. Das geht. Oh, hier wächst aber auch das Zeug. Spitzwegerich. Longgrube Ariane, Spitzwegerich. Halleluja. So. Jetzt mal wieder. So, nehmen wir den. Wunderbar. Wunderbar. So, in diese Richtung werden wir jetzt wieder tickern, tuckern, tackern. Dicki, tacker, tucker. Oh nein. Ja, ich gehe ja schon runter. Ei, mal deine Sterne. Ja, jetzt muss ich hier lang gehen, damit ich nicht
Jedes Mal, was ein verdammt langer Weg. Oh, Alraunen. Oh, Geistblatt, Halle. Was ist denn hier los jetzt? Jetzt machen sie doch mal gut mit mir. Pass auf, was für ein langer Weg. Nee, doch nicht. Monsternest? Spinnen? Nein! Kommst du vielleicht mal her? Da ist aber noch einer. So. Schnell. Die Necker tauchen hier auf. Ja, ja. Sie graben sich raus. Mhm. Da wird noch einer kommen. Was habe ich gesagt? Guck dir das an. Ey, da muss ich 500 Mal drauf rumtrommeln. Du hast nix. Aber wir werden jetzt mal einmal. Und nochmal Rauenwurzel und hier noch ein wunderherrlich. Okay, nächstes bitte. Aha. Ja, jetzt kommen wir langsam aber sicher zum Ende. Das ist doch, ja. Also mit den Fragezeichen. Naja, und nicht mit dem Spiel. Das ist also noch lange nicht zu Ende. Nee. Noch ewig lange nicht. Aber das ist auch gut so. Banditenlager. Na prima. Du wirst es nie lernen. Erstmal die weg. Warte mal, jetzt machen wir das anders. Komm hier hin. Aua. Aua. Jetzt machen wir das mal anders. Erstmal die Schützen. So. Und dann üben wir das mal. Ja. So, jetzt komm mal her, Kamerad. So. Mann. Und ein Fisch. Okay, der bringt 80. Ja. Aber irgendwo muss da jetzt hier was sein. Da ist noch einer. Da sag ich doch, Bericht des Quartiermeisters. Ah, den muss man lesen. Bericht des Quartiermeisters vom 25. des laufenden Monats. Die Jagdgruppe ist heute in den anliegenden Wald aufgebrochen. Dort gibt er jede Menge Wild. Gibt es jede Menge Wild. Hat 12 Rehe, 8 Hirsche, 32 Hasen und 7 Wildschweine erlegt. Das Fleisch wurde gesäubert, gesalzen und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die Felle wurden ins Lager bei Burg Zützer gebracht. Bevor wir uns hier verziehen, werden wir noch nach Vögeln jagen. Die Jäger haben Fasane, Wildenten und Rebhühner entdeckt.
Hier gibt es wirklich vor allem genug. Also sollte Hunger diesen Winter kein Problem sein. Wichtig, ein hiesiger Jäger, der sich uns als Gavel Matt vorstellte, kam ins Lager, hat uns ein Bärenfell verkauft, Spitzenqualität, hat versprochen, mit einem weiteren zurückzukommen. Sobald das passiert, werden wir ihn fesseln und seine Füße ins Feuer halten. Denn irgendwas an diesem Typ ist verdammt faul. Leutnant von Heest. Ja. So, Rüstung. Na dann, wollen wir mal gucken. Sag ich doch, wir sind fast am Ende. Aber da haben wir noch ein bisschen. Gut. Ah ne, den haben wir ja schon. Der ist uninteressant geworden. Der ist zu Ende gelootet und fertig. Tja, aber wahrscheinlich muss ich da erst hin. Ja, ich weiß, zu welcher Quest das gehört. Ja, ja. Es gehört zu einer Quest in Blood and Wine. Yeah. Halt. Keine Kräuter, nix. Der ist aber wenig. Gar nix ist gar nix. Das ist scheiße. Aha. Da müssen wir hin. Tja. Da bin ich schon mal gespannt. Oh du, versteckter Schatz. Was ist denn hier? Okay. Aua, aua. Sag mal, habt ihr einen an eine Waffel oder was? Ist doch wohl nicht mehr, kann ja wohl nicht wahr sein hier, aber. So, tschüss. Ne, da ist noch einer. Aber erstmal werden wir den hier looten. Was geht, werden wir schon mal weglooten. Aber hier ist doch noch was, ja, höre ich doch. Da! Eine Fresse, ne? Nur nix machen, was. Oh, Kumpel, was los? Verschmutzter Brief. Ich bin die Panne immer so wie neun. Nur für HJ bestimmt. Bin am vereinbarten Ort angekommen. Habe mich um die Ritter gekümmert. Ihr Boot versenkt. Doch der Anführer macht Ärger. Hab ihn in den Keller gesperrt. Bis er sich beruhigt. Wir werden den Dreckskerl mit einem Fastenkur gefügig machen. Kehre nach Novigrad zurück, sobald wir die Ware bekommen haben. Tom, zwei Zahnen. Ja. Kann ich mal da gucken? Aha, da unten also. Hm. Hallo? Ah. Schauen wir mal, was hier so anliegt. Aha. Das ist ein versteckter. Naja, Schatz ist es nicht gerade, aber. Ja gut, 139 Floren. Nett. Ich muss lesen. Oh, Brüder, ich schreibe euch nur mit einem eigenen Blut. Mit meinem eigenen Blut, damit ihr wisst, welches Schicksal mich widerfahren hat. Ist. Boah, ich folge den Befehlen von M und reiste nach Novigrad, um neue Vorräte aufzunehmen und unsere letzten Fistech-Lieferungen zu verkaufen. Ich ließ meine Männer zusammen mit der Ware und dem Geld auf unserem Boot zurück. Während ich zur Strandhütte ging, um dort auf HJs Männer zu warten, als sie weit nach Einbruch die Dunkelheit eintrafen, hatte einer von ihnen einen Leinensack auf dem Rücken. Der Sack enthielt jedoch nicht die versprochenen Novigrader Kronen, sondern die Köpfe meiner Männer. Die Halunken wollten wissen, wo sich das Fistech befinden würde, aber ich erzählte ihnen nur von der Kiste auf dem Schiff.
die sie ohne den Schlüssel niemals öffnen können. Meine Wahl, diese vor meiner Gefangennahme in den Allerwertesten zu stecken, erwies sich als weise, denn sie suchten überall sonst danach. Dann verhörten sie mich aufs Härteste, doch ich verschwieg die Wahrheit. Stattdessen beharrte ich darauf, dass einer der auf dem Schiff getöteten Männer den Schlüssel besaß und ihn nichts weiter als ein Unterhändler sei. Sie wollten mich auf der Stelle töten, doch ihr Anführer hatten im letzten Moment eine andere Idee. Sie sperrten mich in dieses verfluchten Käfig ein, wo ich elendig verhungern und verdursten sollte. Am zweiten Tag meiner Gefangenschaft hörte ich die Schreie meiner Entführer. Ich weiß nicht, ob es real war oder ich es mir einbildete, doch es schien, als wären Ertrunkene aus dem Wasser emporgestiegen, um die Hurensöhne bei lebendigem Leibe zu verschlingen. Doch das Problem besteht nach wie vor, denn sie, die Hurensöhne, nicht die Ertrunkenen, haben mich so sicher eingesperrt, dass ich nicht weiß, wie ich entkommen soll. Ich habe jetzt 6 Tage hier verbracht. Nach dem 3. Tag verspürte ich kein Hungergefühl mehr und meine Verdauung hatte den Dienst eingestellt. Nur träume ich nur noch von etwas Trinkbarem. Ich würde alles Gold der Welt für einen Schluck Wasser geben. Es könnte abgestanden und voller Larven sein. Dennoch würde ich es gierig hinunterstürzen. Die letzten Tage habe ich meinen eigenen Urin getrunken. Doch dann produziere ich nicht länger. Klar, logisch. Mir bleibt nichts mehr, nicht einmal die Hoffnung. Das Letzte, das mich bei Verstand bleiben lässt, ist die Aufgabe, euch diesen Brief zu schreiben. Leb wohl, Anselm. Ja gut. Ja gut, wenn du nichts hast, dann ist jede Flüssigkeit dir eigentlich egal. Sollte aber nicht. Klar, Urin ist dein eigen. Aber wie gesagt, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, dann werden wir jetzt mal hinein in die Fluten, uns das Bötchen krallen und zu dem Platz dahin. Es ist gut möglich, dass ich... Nun mach schon. Jetzt nicht, nehme ich vorsorglich Schwertwahl oder ich weiß es ja nicht, wie tief das ist und na, ist erstmal egal, noch nehmen wir nicht, wenn nicht, kann ich den immer noch nehmen. Och nee, bitte! Das kann ja jetzt nicht die Wahrheit sein, ne? Dass ich nicht tauchen kann. Na also, ja, geht doch. Gott sei Dank. So. Jetzt wollen wir mal hier... Ah, da ist es schon. So. 12 Kronen, dafür machen sie so einen Affen? Naja, gut. Wenn das dann so sein soll. Ah, ja, das war jetzt die einzigste Möglichkeit, dieses Runterziehen. So, jetzt haben wir noch ein Fragezeichen hier, glaube ich, oder? Was soll ich denn da? Nein, da! Los geht's. Ich weiß nicht, ist das diese komische Nebelinsel? Kann das sein? Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Aber wir werden wohl... Nee. Wir fahren hier einmal rum. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss noch so eine komische Nebelinsel sein. Aha. Okay. Das ist es aber jetzt nicht. Nee.
Aha. So, geht noch nicht. Da darf ich jetzt nicht nachlassen, Gott sei Dank. Ach, das war's schon. Herrlich. Aha, jetzt sind wir schon hier. Jo, mach schon inne. 30 Grad und die Frisur sitzt. Ja, Bevölkerung. Oh, Gesundheit. Sehr gute Sache. Aber wir werden jetzt mal in den Turm reingehen. Sag mal, bin ich zu blöd, da raufzugehen oder was? So, können wir das jetzt mal öffnen? Ist es nicht schön? So richtig schön. Halt. Hier war was. Nein, naja, komm. So, ganz oben hier. Aber da dürfte nichts sein, außer. Genau. Halt. Neumond, das ist doch nicht schlecht, aber Moment, hier war da noch was, genau. Gute Sache. Oh, Phosphor, ist das eine gute Sache, Phosphor. So, wo ist der mit dem Verkaufen? Da. Na, dann komm mal, Kaufmann. Ja, hi. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Gerne, ja. Ach, ist ja fucking auf, ey. Was hat er denn da? Eigentlich interessieren mich nur zwei Sachen hier. Einmal. Na, drei. Piment. Und Auraunen. Was ist das denn hier? Igni, komm, die nehmen wir. Komm. Wir können hier einiges an ihn verticken. Nostrix. Nieswurz. Ja. Alt. Oh, der nimmt sogar den Sattel. Schön. Immer weg damit. Sattel weg. Nee, das war eigentlich. So, 1500, die möchte ich wieder haben. Klar, dass die nicht gut zahlen. Das ist elendig. Ja gut. Komm. Eine Sekunde. Moment, ich habe gerade was gesehen. Genau. 24. 30. Komm, hast du eine? Ja, ja, gut. Was soll das? Tschüss. Leb wohl. Du
willst Augen kaufen? Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Hä? Oder ist das... Das ist derselbe. Leb wohl. Jetzt ist er wieder weg. Naja, gut. Sonst haben wir hier keinen... Kein Gedöne, nix. Olgierd von Everreck, ja. Komm, zack, dahin wollen wir jetzt. Holdrio. Können wir? Nein, hier haben wir alles schon gelootet. Ja, nicht gelootet, aber... Oh. Lang lebe Radovid. Gut, dann soll er lang leben. Was sich bezweifelt. Weil er schon 2 Meter tief und 2 Meter waagerecht sieht. Ja. Ah. Na gut. So. Haben wir geklärt. Erstmal. Gut. Ist das alles? Guck mal. Ich glaube, hier gucke ich mich dann doch nochmal um. Weil da liegt was, da liegt. Guck dir da dann. Na, eine schwarze Puppe. Wieder eine. Aber hier liegt was rum. Na gut. Ja, ich kann ja jetzt nicht weiter. Ja, der ist da oben. Hm. Okay. Ja. Er ist zwar jetzt blöd, aber was soll ich machen? Ich habe jetzt keine Lust, durch die ganze Bude wieder zu rennen. Weil wir müssen mal langsam wirklich vorwärts kommen. Okay. Schnauze. Schwuppdiwupp. Olgierd, naja, bis hierhin ist ja... Aber wir haben da oben soweit alles abgefrühstückt. Und... Naja, werden wir mal sehen. Hoppla, Herzchen. Ein bisschen weit, wa? So, Olgierd von Everreck aufsuchen. Machen wir auf jeden Fall. So sieht er aus. Den kennen wir ja, den Knaller. Ja, jetzt kennen wir natürlich alle hier. Den habe ich hier alles abgepflückt und noch nichts kann es nachgewachsen. Anscheinend. Na dann. So, Olgierd von Everreck. Ja, ja. Oh, halt, da war doch irgendein Pflänzchen. Schöllkraut. Das ist genau das, was ich stehen gelassen habe. Ach, das ist wieder im Boden. Nein, doch nicht. Brennt drauf. Ich dachte, wäre wieder im Boden drin. Wo will ich denn hin? Och nö, Leute, was ist los jetzt? Kann aber nicht wahr sein.
Willst du pflücken und dann darfst du nicht. Scheiß. Was ist da? Ein Bär. Ja, gut. Nehmen wir uns den mal zur Brust. Aua. Oh. Ein Bärchen. Ein Teddy-Tick-Bärchen. Ja, jeder weiß, was ich meine. Halt. Witzig. Echt witzig. Na, prima. Ja gut, dann kommt jetzt die Blood and Wine. Jawohl. Blood and Wine. Yeah. Na, da sind wir ja schon mal ein gutes Stück voran hier. Hm. Hm, nein. Ey. Hey da, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Evereck. Ah, der ist drinnen. Mhm. Na dann. Ui. Olgierd von Evereck, den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adligen, alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Okay. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Evereck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Von wegen. Ich bin Olgierd. Ihr seid also alle Olgierd? Stimmt, genau. Ein Mann, drei Körper. Seine Eier scheren mich. Wer hat sein Hirn? Du lachst nicht. Dann hast du das Hirn wohl nicht. Nein, ich hab die Fäuste. Okay. Los, gib's ihm!
Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. So, tschüss, du Halbaffe. Mann. Du bist gut. Würdest prima in unsere lustige Truppe passen. Komm, ich bring dich zu Olgir. Mhm. Tja, du guckst so blöd, ne? Du Lappen. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgir triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Na dann wollen wir mal rein zu Olgir. Hi Olgir. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gernsts. Ah, kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ja, gut. Zum kühlen Getränk. Ataman Olgir, lang möge er leben. Lang lebe der Ataman. Lang lebe der Ataman. Lang lebe der Ataman. Kommt und trinkt mit uns. Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen. Was zu knabbern. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Traditiana! Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge.
Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Du Drecksack. So. Aha, jetzt kriegen wir eine neue Quest. Hey du, Katzenauge. Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Ich bin ein Hexer, kein Kopfgeldjäger. Du tötest doch ziemlich viele von denen, oder? Wenn sie es verdient haben. Und der Mörder meines Freundes hat es nicht verdient? Hör mir erst mal zu. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Rosa auf einem roten Feld. Ja, ist das nicht herrlich? Gut, dann wollen wir mal weiter. Rauchen, feiern, Ja. Jo. Und wie gut. So, hier muss doch eigentlich normalerweise ein Schnellreisepunkt sein. Na, sag ich doch. Grünau. So, Kanalisation. Warum? Ich muss doch eh dahin. Nehmen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Nee. Nö. Ich will jetzt mal hier ein bisschen in die Pötte kommen. Und nicht immer durch die Wälder vorlesen und hier und da. Nee, ich will jetzt ein bisschen Action haben. Klar, mal zwischendurch Action, aber nicht so geschichtliche Action, meine ich. Das ist nicht verkehrt. Ja, ich werde die wichtigen werde ich vorlesen. Alle anderen werde ich durchlaufen lassen und ihr könnt dann auf Stopp drücken. Habe ich da schon tausendmal gesagt, aber wie gesagt, das ist ja. So, Moment. Mein Sehme ist mir nicht übel.